Bei mir steht Ingo Kindervater. Ingo, heute 5:1 gewonnen gegen Rosenheim. Letzte Woche der Erfolg beim Bitburger Open. Könnte man ja sagen, ist eine gelungene Woche für dich, oder wie siehst du das? Ja, absolut. Insgesamt so jetzt in dem fortgeschrittenen Stadium der Saison kann ich mich nicht mehr beschweren über Form und Ergebnisse. Und ja, ist auch schön, jetzt mit so einem Erfolgserlebnis zu den nächsten Turnieren nach Asien zu fliegen und zu wissen, dass wir auch mit dem Verein wieder mittendrin sind im Rennen. Was kommen für nächste Turniere auf dich zu jetzt? Ja, wir fliegen jetzt direkt heute Abend nach Shanghai zu den China Open und dann die Woche danach sind die Hongkong Open. Und ja, das werden meine letzten beiden Turniere für dieses Jahr sein. Und dann wird im Dezember der neue Plan fürs erste Halbjahr dann 2013 erstellt. Wo du gerade schon Dezember ansprichst, da stehen noch einige Bundesligaspieltage an, auch sehr wichtige Spieltage, unter anderem geht es gegen Lüdinghausen und Mülheim, zwei direkte Konkurrenten dieses Jahr im Kampf um die Playoffs. Wie entscheidend wird der Dezember für den BC Boy bzw. für eure Mannschaft und wie siehst du die derzeitige Situation in der Tabelle? Blickst du mittlerweile schon mit etwas Freude drauf oder doch eher mit Besorgnis? Wie sind da deine Gefühle? Ja gut, ich meine, unsere Ausgangslage war ja schon mal schlechter, als sie zurzeit ist. Insofern kann man da wahrscheinlich ein bisschen freudiger drauf gucken als am Anfang der Saison. Aber diese Saison ist im Endeffekt alles offen. Ich glaube auch nicht, dass die Saison jetzt irgendwie in einem Monat entschieden wird. Aber natürlich sind die direkten Duelle gegen die anderen Mannschaften aus der oberen Hälfte natürlich sehr entscheidend. Und ja, also wie man sieht, unsere Form stimmt, wir sind bereit für die Spiele und sollen die anderen kommen. Also kann man sagen, ihr seht euch zwar gefordert, aber ihr seht euch jetzt nicht in der Herausfordererrolle, sondern eher in der Rolle desjenigen, der angegriffen wird. Noch sind wir ja nicht unter den ersten drei, insofern sind wir wahrscheinlich eher noch die Verfolger. Aber da steckt ja, also das ist so eng beieinander, das ist für jeden die gleiche Situation im Großen und Ganzen. Und ob wir da jetzt der Verfolger oder der Verfolgte sind, das ist glaube ich nicht das Entscheidende. Okay, dann wünsche ich dir erstmal viel Glück in Asien bei den nächsten Turnieren und im Dezember geht es dann ja rund. Dankeschön. Bei mir steht jetzt Lisa Kaminski, fast ein Boiler-Eigengewächs, möchte man sagen, nach so vielen Jahren schon BC Boil. Du hast diese Saison zum dritten Mal in der Bundesliga ausgeholfen als eigentliche Zweitmannschaftsspielerin. Jetzt dein erster Bundesliga-Sieg in deiner Karriere. Wie fühlt man sich danach? Ja, fühlt sich gut an, hat super Spaß gemacht und ja, ist natürlich super, wenn man auch mal was gewinnen kann, aber macht immer Spaß zu spielen, egal gegen wen. War es jetzt schon so ein bisschen erwartet oder gerade auch nach der knappen Nummer beim nächsten Mal gegen Fischbach so eine gewisse Genugtuung dahinter, dass du jetzt endlich diesen Erfolg vorzuweisen hast? Also ich hatte schon Bedenken, dass es nicht klappen könnte, aber ich wollte dann einfach nur noch kämpfen und versuchen, das irgendwie zu gewinnen. Also es ist schon so, dass man sowas im Hinterkopf hat, aber eigentlich ging es ja dann noch gut. Also ich habe nochmal Gas gegeben. Die Boiler Mannschaft steht jetzt insgesamt zwischen Platz 3 und 5. Es hängt ein wenig von den Gegnern ab, wie es aussieht. Wie siehst du die weitere Entwicklung im Verlauf der Saison? Glaubst du, dass die Playoffs ein realistisches Ziel sind oder siehst du die schon relativ gefährdet? Ich denke, das sollte schon möglich sein. Das ist auch das Ziel und ich glaube, das schaffen wir schon alles. Und wir punkten jetzt immer und dann klappt das auch. Steht denn für dich schon der nächste Einsatz in der Bundesliga fest oder geht es erstmal in der Oberliga weiter? Es geht erstmal in der Oberliga weiter und es ist dann ganz spontan, ob ich spiele. Ich bin immer einsatzbereit. Gut, dann danke ich dir für das Interview. Jo, danke schön.